So, herzlich willkommen. Battlefield 4, dritter Teil. Lass mich mal. Und ja, mal gucken. Wahrscheinlich wird es dann richtig krass abgehen gleich. Mach schneller. So. Verschwinden, eine ganz andere. Locker, Ben. Wir kriegen sie zur Valkyrie. Überlass das mir. Da oben. Und da haben sie eine bessere Übersicht. Alter. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Was? Lol. Starke chinesische Kräfte im Zielbereich. Break. Offenbar Backups. Mannstärke derzeit noch unbekannt. Over. Verstanden. Ampel nach Bedarf und holt sie schnell da raus. Over. So, ich habe den Game-Sound ein wenig lauter gemacht, weil ich ein bisschen bemerkt habe, dass in den ersten beiden Folgen es ein bisschen leise war und... Ja, jetzt gehen wir hier mal rein. Das ist ja auch, glaube ich, die gleiche Map wie im Multiplayer. Sieg auf Shanghai. Also der Tower ist halt eben fast der gleiche. Hier, nimm. Cool. So, die AK-12, oder? Also mich jetzt nicht irre. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Du solltest echt Dons Frau anrufen. Ja, ich weiß. Es ist nur... Mach die scheiß Tür zu! What? Grafikpack. Scheiße. Wir sind gerade in China einmarschiert. What the fuck? Hier kommen wir nicht raus. Okay, Alternativen? Kein. Außer am Leben bleiben. Was war das denn? Scheiße. Egal, ich mache einfach weiter. Ganz vorsichtig. Mal gucken, vielleicht kann man sich hier auch so anschleichen wie in Assassin's Creed oder so. Das wäre natürlich auch geil. Einer weniger. Das hat geklappt. Das ist geil. Und hier rein. Ja, da komme ich nicht weiter.
Jawohl. Eine meiner Lieblingswaffe. So eine Magnum finde ich immer am geilsten. Schon im Modern Warfare 3. Scheiße, sind zu viele. Boom. Komm hoch. Mann, können wir bitte damit aufhören, uns beschießen zu lassen? Wir lassen uns doch gar nicht beschießen. Alter, das war jetzt gerade ein Selbstmordattentat. VIP-Lounge. Also okay. Das ist die UMP, ja. PDW. Y-Karabiner, Karabiner. Die ACWR, wann ist die frei? Mist. Gucken, vielleicht ist die gut. Hier nehme ich mal die SKH. Fang an zu zaubern, Pack. Ich weiß jetzt vielleicht nicht so genau, von wo die kommen. So ungefähr. Fahr mal hier. Ja, na klar. So, genau. Was mich auch ein Abonnent gefragt hat, ist, was jetzt mit Black Ops 2 ist. In Black Ops 2 wird nichts kommen. Außer jemand wird mir halt eben ein Gameplay schicken. Padlet wollte mir ein Gameplay schicken, damit ich wenigstens mal wieder ein Commentary machen kann. Und zwar über Black Ops 2. Bloß wegen dem VAC-Bann geht das jetzt gerade schlecht. Tut mir leid, für diejenigen, die mich nur halt eben geguckt haben wegen Black Ops 2. Aber momentan wird nur noch Battlefield 4 kommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Gameplay an mich schicken. Einfach eine private Nachricht mit einem Download-Link. Und was ich noch sagen wollte ist, was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, irgendwas. Ja, egal. Vielleicht, ich hab's vergessen. Ich werde später nochmal drauf zurückkommen. Genau, mir ist wieder eingefallen. Und zwar, ich werde jetzt nicht immer eine Begrüßung machen bei diesem Let's Play, oder halt eben einen Abschied geben, sondern ich werde das einfach aufnehmen und danach halt eben bei Camtasia oder so schneiden, damit ungefähr so 15 Minuten, oder besser gesagt, dass die Folgen halt immer gleich lang sind. Was? Naja, so geht's auch. Unsere VIPs? 38. Oh nein. Das ist unser Zimmer. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Da drin wird keiner mehr. Toll. Ihr seid spät dran.
Es dauert halt, sich durch den Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt? Wenn du rumlaufen kannst, wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein hier. Komm schon, Becker. Wo ist der Wagen? Können nicht auf die Straße, überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute, eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus, mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah, das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Ma'am. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ, keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen, wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Far Cry 3. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sergeant? Ach, glaub mir, erzähl ich's. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Kein Problem. Los geht's jetzt. Kommt, kommt. Los. Ich glaube sogar, das ist die Musik von Far Cry 3. Köpfe runter, zusammenbleiben! Vorwärts, Wrecker! Das Ding hat sich am Arsch. Erreiche das Dach. Keine andere Wahl. Ihr sichert den Weg. Das? Sir, cool. Ma'am, Sie warten hier. Alles klar, wir gehen rauf. Das muss sein, so. Gibt's hier Scharfschütze? Das hat mehr Munition, dann nehme ich das hier. Stimmt, das Visier haben wir auch noch. Uns hier jetzt richtig gut weiterhelfen, glaube ich. Und dann mal los mit der Party. Pass auf dich auf! Feuer bestätigt! Lol. Runter. Noch einer. Fuck. Alle mal drauf, los! Los, los, Bewegung! Komm schon, komm schon! Den hinter dir, Irish! Los, los, los! Los, los, los! Ach, krass. Mal wieder markieren. Immer markieren, das bringt's wirklich, muss ich sagen. Das war's. Alter! Na komm. Oh.
So, ich glaube, das waren alle. Ah. Den auch noch gekillt, mal gucken. Okay. Einer muss sofort ärztlich versorgt werden. Wir sind noch im Turmsurf und suchen einen anderen aus.